Okay, Gegner. So, Red, dann lass uns loslegen. Jetzt sind da hinten. Oh, hier liegen ein paar Leute rum. Hier, die haben es nicht gesagt. Oh, Bonus. Silberlinge töten ist ein Bonus. Das ist gut. Dann holen wir uns die Silberlinge. Na, 2 von 5. Da haben wir die nächsten. Noch zwei. Gucken, dass wir aus der Mitte rausbleiben. Weil ich vermute mal, dann kommt der Sanddämon. Ich würde ganz gerne jetzt den Bonus machen. Wir haben noch wieder Marsch. Tatsache. So. Einen noch. Den da. Okay, wir haben den schon erweckt mit seinem Dämon. Da vorne, der tut noch nichts. So, den Bonus haben wir abgeschlossen. Wir haben auch schon mal wieder ein Level up. Guck mal, wir sind gerade mal Level 24. Das ist hier, der Plan ist 24 bis 28. Okay. So, dann wollen wir mal zum Sanddämon hin. Können wir vielleicht kurz reden? Ich habe bei der Sache gar kein gutes Gefühl. Ach, da sind schon zwei, Wett. Du findest es nicht lustig, in eine Dämonenhöhle zu spazieren? Tut mir leid. Ich weiß, es ist irrational, aber ich greife so ungern Ungeheuer an, die mich mit einem Bissen verschlingen können. Ich denke, wenn so ein Jedi das Dämonenblutritual kampflos durchführen kann, dann können wir das auch. Könnt ihr mir nicht einen Gefallen tun und das hier zu Ende bringen, ohne dass der Sanddämon ins Spiel kommt? Genauso habe ich es bereits geplant. Oh, gut. Da bin ich ja erleichtert. Aha, jetzt geht der Tanz los. Das Biest hat uns gerochen. Ich gebe euch Rückendeckung, falls es brenzlig wird. Angreifen, nein. Stehen bleiben, unterwürfig zurücktreten. Was ist jetzt der Richtige? Also angreifen möchte ich nicht. Ich beuge mich dir, Dämon. Echt? Ja, okay. Ich dachte, das wäre der richtige Weg gewesen. Na gut, also, ne? Jetzt machen wir 5 jetzt hier, ne? Ja.
Hier wird wahrscheinlich stehen bleiben müssen. Einfach nur stehen bleiben, nichts machen. Wahrscheinlich, ja. Naja. Ist er schon? Ach, der ist schon. Okay. Bäh, so viel Blut. Wenn ich gewusst hätte, dass wir buchstäblich darin baden müssen, wäre ich schön draußen geblieben. Oh, und wie das gammelt. Uah. Wir werden noch tagelang danach stinken. Was, wenn es gar nicht mehr weggeht? Das gibt sich schon wett. Na, hoffentlich habt ihr recht. Ich lege großen Wert auf Körperhygiene. Dann hauen wir jetzt ab aus dieser Mistgrube, ja? Beruhige dich, Wett. Gut, ich versuch's. So, das war's. War doch gar nicht so schlimm gewesen, Wett. Können wir hier? Nein, können wir nicht. Okay. Ja, aber das können wir. So, als nächste Aufgabe bekommen wir: Verfolge die Bewegung der Padawan-Schülerin. Gleich geht's besser. Soweit. Dann werden wir jetzt genau den Weg nehmen, den die Padawan-Schülerin genommen hat. Im Kampf nicht möglich? Wie hat der uns denn gesehen? Mit uns legt sich besser niemand an. Ein Sandmann. Okay. Wo müssen wir jetzt genau hin? Ich schau mal erstmal auf die Map. Da lang. Einfach hier wieder. Wieder raus. Hier lang. Nee, warte mal. Das ist was anderes. Okay. Höhle des Häuptlings. Und guck mal, die fliehen hier, weil ich das Blut an mir habe. Mal testen. Ja. Ja, hier haben wir es gefunden. Ich habe auch Ankunft hier beobachtet und konnte meinen Augen kaum trauen. Die Sandleute sind alle vor euch geflohen. Was ist in der Höhle des Sanddämons passiert? Es war ein erbitterter Kampf. Doch letztlich habe ich die Bestie getötet. Ihr habt im Blut des Dämons gebadet. Seine Essenz durchdringt die Luft. Nun, Isibo sagte, dass euer Weg hier zu erkennen sei, aber ich kann nicht sehen. Wartet! Seid auf der Hut, Fremdling. Einer der Sandleute nähert sich.
Das nehme ich an mich. Ich habe noch nie einen Sandmenschen gesehen, der sich friedlich einem Fremden nähert. Dieses Pergament des Sandschamanen ist bemerkenswert. Es ist eine grobe, aber überaus klare Karte der Wüste. Sie zeigt eine Tür in der Wand der Wundschlucht. Aber ich habe diese Schlucht selber kartografiert und dort ist keine Tür. Wenn die Padawan-Schülerin dorthin gegangen ist, werde ich ihr folgen. Ich erzittere bei dem Gedanken, was euch dort erwarten könnte. Die Schlucht ist der äußerste Punkt, an den sich jemals jemand gewagt hat. Hier sind die Koordinaten. Ich folge euch unauffällig im Schatten der Dünen. Denkt zuerst an eure Sicherheit und folgt mir nur, wenn es euch nicht zur Qual wird. Eure Sorge rührt mich. Darth Barras hat mich als Späher und Wachposten eingeteilt und ich werde meinen Aufgaben nachkommen. Dringt tiefer in die Wüste vor und ihr werdet die Wundschlucht finden. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Okay, Bert. Hier gibt es hier eine Belohnung für uns oder für mich. Mit uns legt sich besser niemand an. Und ein Level up. Okay, dann raus aus der Höhle hier. Mit uns legt sich besser niemand an. So. Jetzt müssen wir wieder in die Richtung, vermute ich mal. Wir müssen hier wieder raus hier. Und dann schauen wir dann mal, wo wir hin müssen. Unten rechts steht Reise zur Oase. Da müssen wir jetzt in der Wüste eine Oase finden. Dann haltet mal mit die Augen offen, dass wir nicht an der Oase vorbeifahren. So, wir sind jetzt hier und die Oase ist da, geradeaus. Kann natürlich sein. Warte, warte, lass mich mit. Wir müssen wahrscheinlich sowieso wieder zum Taxi hin. Weil das wird mit Sicherheit wieder ein Landepunkt weiter sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier ist. Das ist eigentlich genau in die Richtung, wo wir jetzt hinfliegen, aber... Wir werden jetzt wieder zurück zum Taxi. Mit unserem Swoop. Zeige alle autorisierten Ziele an. Reiseroute bestätigt. Es ist dort. Wie man sich doch irren kann. Ich habe echt gedacht, wir müssen das Taxi benutzen, aber nein, es ist doch gleich hier um die Ecke. Heieieiei. Okay. Wollen wir schon hier Ratten wie Wumpratten ärgern?
Okay, dann ist es gleich hier um die Ecke. Mal schauen. In die Richtung. Den Berg hoch. Ja, das wird jetzt ein bisschen eng. Ich weiß nicht, ob wir richtig sind, aber ich fahre einfach mal. Oh, wir haben uns ein bisschen was angelockt. Ob das jetzt so schlau war, weiß ich aber auch nicht. Oh, ich glaube, wir sind gleich am Arsch. Ja, ich glaube, wir sind gleich wirklich mächtig am Arsch. Schon besser. Mal gucken, wie weit wir kommen hier. Die Galaxis ist bald um eine süße Twi'lek ärmer. Ja, gibt ja recht. Aber Moment. Schade. Es waren doch ein paar zu viel gewesen. Ja, gibt's ja zu. Scheiße. Okay, hier wieder bis Leben. Autsch, würde ich sagen. Ein Stückchen dahin und erstmal heilen. Oh. Mit uns legt sich besser niemand an. So, jetzt buffen. Das noch. Das sind wir auch noch mit hier. Oh. Und jetzt geht es erstmal hier weiter. Weil ich vermute mal, dass wir irgendwo hier hin müssen. Warte mal, ich glaube, wir sind komplett falsch, kann das sein? Ach, wir sind komplett falsch, das ist doch nicht wahr. Mal gucken, kommen wir hier runter? Ja, kommen wir. Ja, so. So. Und das hier ist die nächste Stadt, wo man hätte hinfliegen können. Ja. Das zu dem Thema. Da ist der Flugpunkt. Warum hat er das dann wieder nicht angezeigt? Hier ist er. Zeige alle autorisierten Ziele an. Reiseroute bestätigt. Okay. Dankeschön. Danke für die Kohle. Weiter. Warte mal. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Tun wir. Das können wir auch verkaufen. Das kann man verkaufen. Okay, das tun wir dahin erstmal. Verkaufen. So. Leben Sie wohl. Der Navi hat schon wieder versagt. Das hätten wir uns eben alles ersparen können. Okay, wir sind drin. Oh, ein Bonus, 21 plus. Leute, was mir gerade wieder einfiel. Ich hatte beim letzten Mal, wo ich die letzte Aufnahmesession hatte, habe ich gesagt, meine Waffe ist nicht mehr up to date. Und ich wundere mich, warum ich so lange brauche, um die hier zu legen. Oh nein, ich habe es vergessen. Hm.